Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Risen Tengoku am 10. Dezember-Tage. Noch 14 Tage, dann ist Weihnachten. 2 Wochen, yay! Und heute will ich euch die Sachen, die hier auf der linken Seite sind, demonstrieren. Vor allem, was man dort machen kann. Dadurch habe ich ja sehr fleißig Medaillen gesammelt. Und dann starten wir auch direkt mal durch mit diesem tollen Gefährt hier. Und zwar sind hier kleine, aber feine Rhythmusspiele. Oder Spielzeuge, könnte man so sagen. Mit denen wir Musik machen können oder so. Zum Beispiel dieses Kätzchen hier. Mit den Knöpfen, die da sind, können wir auf jeden Fall Musik machen. Einmal zur Demonstration. Ich drücke A. Dann kommt das. Und bei B. Und jetzt einmal die Steuerkreuzrichtung oben. Rechts. Unten. Links. Und dann kann man da, wenn man Langeweile hat, Musik draus machen. Ich versuche mal mein Bestes. Okay, das war jetzt einfach mal zur Demonstration. Man kann auch eine Demo starten, wenn man jetzt einfach Start drückt. Naja, so viel zu der Demo. Auf jeden Fall, das ist das eine Minispiel, was man hier so machen kann. Oder Spielzeug sozusagen. Ja gut. Nein, abbrechen, Select. So, dann haben wir hier... Oh Gott. Ja. Ein Pferderennen. Und ihr seht hier unten auch, das habe ich noch gar nicht gesagt. Unten steht auf jeden Fall, wie viele Medaillen wir bräuchten, um das jeweilige Teil freizuschalten. Das heißt, hier hätte ich nur 1 gebraucht. Hier 7 Medaillen. Hier 15 und hier 25 für. Deswegen habe ich sie auch fleißig gesammelt. 43 Medaillen habe ich. Seht ihr dort neben B, links neben B, den B-Knopf, also unten in der Mitte. Ihr werdet die 43 auf jeden Fall sehen. Das ist auf jeden Fall mal die Anzahl der Medaillen, die ich habe. Gut, kommen wir zu dem Pferdeminispiel. Und zwar müssen wir hier im Takt, im Galopp-Schritt reiten. Ihr hört Taktmelodien. Die muss ich jetzt so nachspielen. Na gut, um das Ganze zu machen, kann ich entweder A und B oder das Steuerkreuz benutzen. Also kann man alle Knöpfe sozusagen für verwenden. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Ah, ihr merkt schon, ich tue mich hier etwas schwer mit der Tastenverzögerung. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich den anderen Reiter da überhole. Wisst ihr was, Leute? Ich trickse mal kurz ein bisschen, um euch die nächste Version zu demonstrieren. So, okay. Nun der nächste Takt. Tok, 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 tok. Also das müsste ich jetzt doch wohl hinkriegen.
Okay, ich benutze wieder Trick 17. Das wird zu schwer. So. Und der dritte Takt. Mir. So, nun kommen wir zur letzten Phase. Yay! Und zwar muss ich jetzt... Oh Gott. Ja, wenn ich jetzt das hinkriegen würde... Ich versuche mal mein Glück. Na gut, scheinbar kann ich es euch doch nicht demonstrieren, was jetzt passieren würde, wenn ich das hinkriegen würde. Schade. Na gut, ich sehe schon, komm, das wird nichts. Na, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt wirklich so immer intakt machen würde, würde das Pferd schneller werden. Und am Ende würde man unten so eine KMH-Anzeige sehen. Das heißt, es würde immer schneller werden und das Pferd dementsprechend auch. Aber vielleicht habe ich doch noch Glück. Zumindest um euch zu zeigen, wie das ganze Ding aussieht. Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich krieg's nicht hin, Leute. Na gut, das war's auf jeden Fall von diesem Minispiel. Also machen wir das nächste. Und zwar ein kleines, ja, aber feines Herz. Sozusagen ein, ja, wie soll ich sagen? Wie nennt man diese Dinger? Liebesmesser oder so, sowas ähnliches. Ich kann jetzt zum Beispiel drücken, links für me. Rechts für you. Und dann mache ich mal dieses Herz auf A. Da kann man ein bisschen rumexperimentieren und dann, ja, hört man da auf jeden Fall irgendwas raus. Ich versuche jetzt mal was anderes. Me? You? But? Herz. Okay, das war auch nichts. Why? You? Heart. Na, das klang schon mal besser. So, jetzt. Me? You? Herz. Okay, versuche ich es mal anders. Me? Punkt. You? Jetzt aber Herz. Okay, why? Me? But? Herz. Ich habe Applaus gekriegt. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wie auch immer, es ist so ein Liebesmesser, womit man rumexperimentieren kann. Auch so ein Ding für die Langeweile eigentlich, nur... Ja gut. Nun kommen wir zum tollsten Teil, zum tollsten Mini, also Rhythmus-Spielzeug. Und zwar, wir können die DJs noch machen, yeah, die Rapper. Und dann da so unseren eigenen Remix machen. So, wenn man nichts Besseres zu tun hat und wenn man jetzt unten drückt, geht das Lied los. Und dann kann man anfangen. Zum Beispiel, ich drücke jetzt mal nach oben. Ich glaube, es war jetzt anders, aber naja. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es ungefähr geht. Und dann kann man das so nach Lust und Leben nachspielen. Gibt sogar eine Demo. So sieht das Ganze dann in der Demo-Version aus.
Irgendwie hört sich die Musik ein bisschen anders an als hier bei Super Mario Bros. 2, kann das sein? Naja, wie auch immer. Okay, das war auf jeden Fall die DJ-Plattform. Und dann haben wir noch einen Modus. Ja. Hier auf dem Steuerkreuz. Und zwar haben wir hier auch noch die Möglichkeit, Spiele zu spielen. Allerdings richtiges Highscore-Spiele. Also hier kann man Punktzahl brechen und so. Ja, auf jeden Fall haben wir einmal 4 Spiele wieder. Auch wieder mit Medaillen freischaltbar, wie ihr seht. Fangen wir mit diesem Männchen hier an. Und hier müssen wir nach Takt... Also dann, wenn die grüne Lampe leuchtet, müssen wir A drücken. Und dann eigentlich über dieses Panel immer hüpfen. Das versuche ich nochmal. Also das sind jetzt wirklich die Minispiele, wo man versuchen kann, seinen Highscore zu ergattern. In Form eines Rhythmusspiels. Okay, ich krieg's nicht hin. Auf jeden Fall, ja. Da müsste man einfach wirklich immer, wenn das grüne Lämpchen leuchtet, A drücken. Na gut, versuchen wir Dr. Bakteria in den Endlos-Modus. Das würde dann etwa so aussehen. Naja, das Minispiel wird auf jeden Fall so lange gehen, bis man wirklich gar keine... Also, bis das wirklich komplett durchgekommen ist, dieses Bakterium. Und das Quiz haben wir auch noch. Hier können wir unendlich lange das Quiz machen. Ja, das langweilige Quiz, wo man einfach nur draufhauen muss. Und zählen muss, wie auf der Typ da drüben draufschlägt. Also man muss es nicht man muss es nicht direkt nachspielen, was er spielt. Man muss einfach nur... Wie ihr ja sicherlich wisst, falls ihr das schon verfolgt habt, genau direkt draufhauen, wie der Quizmaster es auch macht. Also jetzt macht er 4 Stück. Also muss ich auch nur 4 machen, um richtig zu liegen. Und das ist richtig. Wie gesagt, das Ganze ginge unendlich lang, so lang, bis man einmal verliert. Dann ist das Quiz vorbei. Quiz bis ins Unendliche. Und ja... Hier haben wir noch ein Minispiel, wo wir versuchen müssen, diesen Kopf, der hier gleich lang scrollt, in Form eines Rhythmusspiels zu komplettieren. Ah, scheiße, zu früh. Also wir müssen den Kopf auf jeden Fall komplett kriegen. Gibt zwar keine Punkte drauf, aber... Obwohl, es ist eine Demo, die kann man überspringen. Okay, einmal zur Demonstration. Also ihr seht schon, wenn das Gesicht schräg ist, also seitlich, dann muss man es auf jeden Fall mit der Hand drehen, mit Steuerkreuz übrigens. Und die Augen setzen wir drauf, wenn wir A drücken. Hätten wir drauf gedrückt. Ja, ich hab's leider nicht geschafft, aber naja. Okay, das war's hierzu. Ja, dann hätten wir das auch schon soweit durch. Und beim nächsten Mal werde ich euch das Ganze mit den Trommeln demonstrieren. Ja, da werden wir komplett aus Trommeln ausgehen, sozusagen. Ihr werdet ja am morgigen Tage sehen, würde ich sagen. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen bei einem Schlagzeugkonzert dabei. Bei Risen Tengoku. Bis dahin, auf Wiedersehen.